Was geht, meine Homies, und herzlich willkommen zurück zu Seebestattung Part 2. Okay, Leute, wir sind immer noch auf der Suche nach einem, ich nenne es mal Rezept, wie mit dem Big Daddy. Wo war da gerade eine Notiz? Wie wir den Big Daddy reparieren können. Hätten diese dummen Monster halbwegs Verstand, würden sie einsehen, dass sie ohne Little Sister nicht überleben können. Nur eine Sister liefert ihnen für sie genetisch passendes Adam. Keine Little Sister, kein Big Daddy. Okay, das wussten wir zwar alle schon, aber... Unheimlich, 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 unheimlich! Ich muss etwas tun! Big Monster ist krank, Big Monster. Schon gut, bitte, bitte, ich... Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Er braucht Adam. Ich habe keines. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist nicht fair. Wir können ihm helfen. Löwe mit dem Dorn in der Pranke. Fast schon ein bisschen rührend. Okay. Der ist trotzdem irgendwie unheimlich. Besonders, wir wissen echt nicht, was uns erwartet. 55, Dr. Suchon. Ist das unser Big Daddy? Ein sehr frustrierender Tag. Und Leute, das waren dann wohl echte Little Sisters. Big Daddy ist einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht. Oh, weg da. Kacke. Vielleicht, wenn ich die Gensequenz verändere und... Die Sequenz so anpasse, dass... Verschwinde, du dreckige Mistgirl! Was? Was machst du da? Zurück! Zurück! Krass, Leute. Ich hoffe nur... Ach, Kacke. Sollen wir weglaufen oder sollen wir in Angriff gehen? Oder der ist gar nicht böse auf uns. Oh nö, Leute, oder der ist doch safe böse auf uns. Wenn wir über die Glasscherben laufen, Leute. Ganz vorsichtig. Oh Gott, Leute, wir sind so gut wie tot. Oh fuck. Das ist das Ass. Und Su Chong sah auch schon mal besser aus. Das ist es. Das ist das Ass im Ärmel? Das ganze Leid, das ganze Sterben nur dafür? Okay, das können wir nicht aufnehmen, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, der lässt uns jetzt einfach in Ruhe. Wand betreten. Was? Wow, krass, da könnten wir jetzt so einen geilen Jumpscare einbauen. Gut, also. Die ganzen Garten auf Eden. Die sind auch relativ zur Stimmung beitragend, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wir haben es so gut wie geschafft, Leute. Davon ist Atlas. Hier sind wir.
Hast du es? Ich habe es. Dann gib her, damit ich diese Göre endlich loswerde. Das wird nicht gefallen, Leute. Wissen Sie was? Andrew Ryan hielt mich für ein Dummchen. Aber er hat sich geirrt. Nicht ich bin die dumme Atlas. Sie sind der Dumme. Gut. Wir wissen beide, was jetzt passiert. Also machen Sie schon. Naja, wenn du drauf bestehst. Krass, Leute, das könnte ein Flugzeug sein aus dem ersten Teil. Was heißt das? Das ist doch nur Buchstabensalat. Was steht da, du Miststück? Hey, das ist nicht wirklich Bucke, oder? Sag mir, was da steht! Da steht... Wärst du so freundlich? Wir haben den Aktivierungscode. Jetzt brauchen wir diese genetische Missgeburt nur noch in ein Flugzeug zu schaffen. Und Rapture gehört uns! Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, es ist kaum zu glauben, sehe ich ihn. Was geht, meine Homies? Also, es sind jetzt ein paar Tage vergangen, seit ich das Let's Play abgeschlossen habe und, ich weiß nicht, wie ich das in der kurzen Zeit erklären soll, wie das Spiel ausgegangen ist. Weil es ist echt krass und ich habe auch ja noch nicht, das Ende von Infinite, vom ersten Seebestattungs-DLC und vom 2 habe ich es ja auch noch nicht das Ende erklärt. Von daher habe ich mir vorgenommen, ich mache jeweils ein Video für jedes Ende und es wird dann im Laufe der nächsten Wochen hochkommen. Ich bin mir nicht sicher, wie lang die werden oder wann sie jetzt letztendlich hochkommen, weil das ist echt viel Arbeit, habe ich schon gesehen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, weil ich gebe mir echt viel Mühe.
Außerdem hat es mich gefreut, dass ihr jetzt das ganze Let's Play über dabei wart und wäre vielleicht auch cool, wenn ihr mal bei einem anderen Let's Play vorbeischauen könntet. In der nächsten Zeit kommt jetzt auch noch Doom Let's Play auf den Channel. Das wird auch richtig cool. Ja, aber ich wollte mich einfach nur nochmal bedanken, dass ihr dabei wart. Also, ciao Leute. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember, to your home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember, to your home again, you belong to me. Yeah? Maybe about it. Can I clap? Thank you.
Always hot and hurried like a rat in a race. Life can fly by at such a frantic pace. Need to freeze the moment, put your worries on ice. We got a plasma for you, that's just the spice. Chill out. Relax. Be cooler than the coolest cats. When things heat up, don't be a fool. With Old Man Winter, you can keep your cool. Feeling hot under the collar? Stay frosty with the plasmid that lets you enjoy life at a cool pace. Turn down the heat and turn up the ease and relaxation with Old Man Winter from Ryan Industries. Keep your cool with Old Man Winter.